kämpfen nur, um zu überleben. Willkommen zu Cinema Insight. Heute reden wir über Planet der Affen Survival. Was soll das aussehen? In Planet der Affen Survival geht es, wie der Filmtitel schon sagt, um den Überlebenskampf der Affen neben der Spezies Mensch. Der Caesar, Andy Serkis und seine Armee werden im Wald von einer Gruppe Menschen unter der Leitung eines gnadenlosen Colonel, gespielt von Woody Harrelson, angegriffen und werden ernsthafte Verluste einstecken. Daraufhin will sich der Caesar unbedingt rächen und macht sich allein auf einen blutrünstigen Rachefeldzug. Wo sich die beiden dann Angesicht in Angesicht gegenüberstehen, geht ein brutaler Kampf los, der über die Zukunft der Affen, der Menschen und dem ganzen Planeten entscheiden wird. Das, was mich am meisten beeindruckt hat, sind die CGIs. Die sind wirklich 1A. Also man hat wirklich das Gefühl, die Affen sind echt. Die Emotionen werden gut überbracht, die Mimiken, zum Teil ganz kleine Bewegungen in den Expressionen. Bei Planet der Affen hat man wirklich das Gefühl, man taucht in eine Welt ein, wo die Affen über den Planeten am Herrschen sind. Die sind wirklich so beeindruckend echt computeranimiert, dass man wirklich das Gefühl hat, man ist teils mit ein paar sogar befreundet. Ja, also ich finde auch technisch und visuell kann man nichts aussetzen. Der Andy Serkis spielt ja häufig so Figuren und es wird schon angefordert, dass er einen Oscar für seine Leistung bekommen sollte. Und wenn man, es gibt auch so Behind-the-Scenes-Videos, wo man sieht, wie er den Caesar spielt, und das ist wirklich beeindruckend. Natürlich fühlt man durch den ganzen Film mit. Einzelne Charaktere wachsen einem wirklich ans Herz. Also ohne jetzt müssen zu spoilern, es taucht so einen kleinen, alten, knauserigen Affe auf und der wird einem schnell zum Buddy, zum Kumpel. Affe wird klug. Dann Mensch tötet Affe. Aber nicht mich. Ich lauf weg. Auf mich haben Charaktere zum Teil so ein bisschen einseitig gewirkt, was im Film auch so ein bisschen schwarz-weiß Komponente gegeben hat. Also so die einzelnen böse und die anderen nur gut. Die Geschichte ist auch ein bisschen flach. Es ist irgendwie ein durchgequetschter Schinken, den wir schon, weiss jetzt auch nicht, wie oft schon gesehen haben. Und ich habe es langsam ein bisschen auf dem Keks, dass man immer so Filme muss sehen, wo egal ob jetzt Affe oder Mensch, sie müssen sich immer bekriegen. Es wird mal langsam Zeit, mal eine andere Zukunftsvision zu erleben dürfen, wo alles in Harmonie lebt oder natürlich ohne, dass es langweilig wird. Ich habe das Gefühl, man kann nicht sagen, die Geschichte ist schlecht gewesen, man kann nicht sagen, der Film ist schlecht gewesen. Aber was mich sehr gestört hat, ist, dass ich aus dem Film rausgelaufen bin. Und der hat mich so abgezogen. Ich habe mich noch so schlecht gefühlt. Und da finde ich, ist irgendwie ein bisschen, es ist ja das Finale von dieser Trilogie. Eben, nach so einem Finale, wo sich verschiedene Spezies bekämpft haben, erwartet man endlich mal einen Film, wo man mal sieht, dass man vielleicht in Harmonie zusammenleben kann. Aber man sieht nie eine Fortsetzung. Es kommt immer irgendwie eine neue Trilogie auf und dann geht es immer wieder zurück. Bekämpfen, bekriegen, ausrotten, nicht ausrotten und. Es ist ja so aussichtslos irgendwie. Und so, die Menschen sind einfach durchgehend schlecht. Alles in allem gesamt, würde ich sagen, gibt es für mich nur 2,5 von 5 Sterne. Weil, wirklich, weil ich rausgelaufen bin und so ein schlechtes Gefühl hatte nachher. Ich gebe dem Film auch 2,5 Sterne. Einer dazu kriegt er noch wegen den Special Effects. Lassen wir mal die Geschichte beiseite. Wer auf Special Effects steht, lohnt sich sicher, den Film zu schauen. In dem Fall von mir auch 3,5 Sterne. Das gibt ein Gesamttotal oder Durchschnitt von? 3 von 5 möglichen Sternen. Für Planet of the Apes. Peace over and out.